Prinzipiell finde ich die Thematik auch sehr interessant. Sascha, und zwar das letzte Video, Leroys Lügen, wie viele Fehler darf er sich noch erlauben? 17 Minuten 22 finde ich auch sehr interessant. Ich finde Leroy auch sehr kritisch zu beäugen in vielen Aspekten, die er gemacht hat. Ich würde sagen, wir gucken uns das Video an. Sascha ist immer ein klassisches, gutes Video. Da weiß man, was man bekommt, Digga. Let's go. Mit eurem Lieblingsgirl Sascha. Ja! Ja! Bereits vor einem Jahr habe ich in einem meiner Videos Leroy Matata thematisiert, da er sich mehrere Aktionen leistete, ohne diese zu kommentieren, zu korrigieren oder näher zu behandeln. Seitdem kamen immer mehr andere Kritikvideos von anderen YouTubern dazu und Leroy verlor an Sympathie und Glaubwürdigkeit und das, obwohl man eigentlich gar nicht so viel von ihm gefordert hat, nämlich das Einordnen von gewissen Themen, Aussagen seiner Gäste und eine fähige Moderation. Also der geht hier sehr glücklich raus. Leroy, du hast Ruben und der AfD so einen richtig dicken Gefallen getan, dadurch, dass du nicht widersprochen hast, dadurch, dass du es einfach hast durchgehen lassen und deinen Followern und deinen Viewern sehr, sehr viel Desinformation. Ich spreche da eine Sprache mit Rezo und aber auch mit Sascha. Ich finde, wenn man nicht moderieren kann oder nicht fähig ist, eine Moderation zu führen zwischen zwei Parteien, die ihre Meinung austauschen, dann sollte man das Ganze eventuell auch sein lassen. Man hätte halt einfach auch in vielen Talks, die Leroy an Start gebracht hat, auch einfach ein Plüschtier, ein Kuscheltier zwischen den beiden Parteien hinsetzen können. Die hätte ungefähr genauso viel dazu beigetragen bei dem Gespräch. Im Sinne der AfD weitergereicht hast. Tatsächlich passierte danach genau gar nichts. Also außer, dass Leroy beschloss, sich von Funk zu trennen und meines Empfindens nach auf eine subtile Art und Weise Funk an allem die Schuld gegeben hat. Man hat halt auch wirklich gedacht, ihr dürft immer nicht vergessen, ich bin ja nicht nur selber Streamer, ich verfolge alles. Ich bin in allem up to date. Ich bekomme immer alles mit, außer im Trash-TV. Aber in der Internetwelt, in meinem Arbeitsbereich bekomme ich wirklich alles mit. Weil das ist ja mein Arbeitsbereich. Ich möchte ja wissen, was auch in meinem Arbeitsumfeld stattfindet. Und man hat wirklich gedacht, dass Leroy, als er den Funk verlassen hat, dass man wirklich gedacht hat, okay, geil, er hat jetzt so die Ketten gelöst. Er kann jetzt mehr machen und sich mehr einbinden, oder? Ging es euch nicht auch so? Und dann kam genau gar nichts, Digga. Da hat sich genau gar nichts geändert. Mir blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Weshalb es, glaube ich, jetzt auch an der Zeit ist, dass ich die Dinge wieder genau so umsetze, wie ich persönlich sie für richtig halte. Doch alles, was sich änderte, war, dass Leroy einfach immer mehr Kritik bekam und das alles selbst verschuldet war. Was führte aber dazu, dass Leroy vom Good Boy-Image zum Upper Red wurde? Was genau hat Funk damit zu tun? Warum schweigt er eigentlich, obwohl er so offen ist für Kritik? Feedback nehme ich generell erstmal ernst. Ich wünsche es mir sogar. Das alles besprechen wir heute live an eurem Lieblingstag mit eurem Girl Sascha. Yay! Doch warum nimmt die Kritik zu Leroy so enorm zu? Der Mainpunkt war dieses Video, ab dem es immer mehr bergab ging. In diesem Video wurden etliche Desinformationen verbreitet und Leroy ließ diese durch, ohne diese kritisch einzuordnen und äußerte sich danach auch nicht. Einer aus Buxtehude. Buxtehude halten zusammen. So ein Ding ist das. Also Buxtehuderin und Buxtehude halten zusammen. Zur Kritik. Und viele kritisierten seine passive Art bei einem doch so heiklen Thema. Aber eigentlich gab es schon davor diverse Aktionen, die einen komischen Beigeschmack hatten, aber noch nicht so doll thematisiert wurden. Seltsame Konstellationen. Zwei, drei Flaschen oder Gläsern Bier kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und das hilft mir natürlich auch, um auf Mykonos mit den Frauen, die halt auch Touris sind, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe schon. Und der Fokus. Gut, das war aber auch noch der alte Ron. Es schien immer mehr auf extremeren Themen zu liegen. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale, wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht, hätte ich vielleicht selber mich... Ich muss auch wirklich sagen, alleine schon der Titel, okay? Missbrauchte trifft Priester. Also, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, viele von euch finden das nicht so schlimm, aber ich finde diesen Titel so unfassbar unpassend. Und wenn man mal auf Leroy seinen Kanal geht, dann wird man relativ schnell herausfinden, dass öfters solche Titel kommen. Gut, anscheinend, das waren die alten Videos von Leroy. Für mein Verständnis hat er das Video gelöscht. Welches war denn das nochmal? Irgendein Video war doch auch so in der Kritik. Ach so, wo er den Hundeficker interviewt hat. Ach, das hat er gelöscht, das Video. Kommt gleich im Video. Okay, gut. Also ich möchte nur eine Sache klarstellen, okay? So wie das die ganzen Leute ja auch immer bei mir machen, wenn ich mal in der Kritik stehe. Ich kritisiere, und das ist nochmal der Unterschied, also ich kriege immer Kritik sofort als Montana Black, als Marcel Eris. Ich kritisiere Leroy nicht als Leroy, sondern ich kritisiere ihn als Künstler im Internet, der Videos produziert. Ich kritisiere seine Videos und seine da drin integrierte Person. Und ich kritisiere ihn nicht privat.
wehren können, aber es war mir nicht so klar, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Als die Kritik immer lauter wurde und die Moderation dafür nicht besser, hat er sich von Funk getrennt und gab auf eine subtile Art und Weise ein bisschen Funk die Schuld. Hauptsächlich hat er sich in seiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. In so einer Zusammenarbeit muss man sich natürlich auch abstimmen und manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Also in seiner Spendenbereitschaft. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen für Ingrid und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen, aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funks Schuld, ich verstehe das auch, aber das wird sich jetzt ändern. Doch, ist das so? Ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, aber unabhängig davon, ob du bei einem öffentlich-rechtlichen Sender bist, ich meine, du hast doch auch einen Instagram-Kanal. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man wirklich einen Spendenaufruf machen will. Also ich weiß jetzt nicht, wie es vertraglich geregelt ist, aber ich glaube, dann kann man theoretisch gesehen auch einfach einen Spendenaufruf über Instagram machen und nicht über YouTube. Also so würde ich das jetzt als erstes sehen. Und er hat auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, ja. War er wirklich eingeschränkt bei diesen Themen? Dazu habe ich mir seine Laufbahn nach dem Ausstieg angeguckt, inwiefern er offener und kreativer geworden ist. Und ja, ich finde vieles von den Videos Quatsch. Vor allem, ob es vielleicht doch eine andere Motivation gab. Denn ich habe mit Podimo gequatscht und die gönnen uns 45 Tage kostenlos auf alle Inhalte. Ihr bekommt nämlich eine Flasche, die ist keine normale Wasserflasche, da füllt ihr aber normales Leitungswasser rein und oben auf der Flasche klemmt ein Duftpott. Aber damit das nicht mehr passiert, kommt jetzt Surfshark ins Spiel. Ich möchte, dass ihr genug trinkt. Ich habe früher selber viel zu wenig getrunken und diese Flasche hat mir dabei geholfen, einfach mehr zu trinken und zwar regelmäßig. Um das herauszufinden, müssen wir natürlich die Zeit von Leroy bei Funk und außerhalb Funk vergleichen. Er hat auch diverse Videos hochgeladen, an denen man das ganz gut beobachten kann. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Themen nach dem Abschied von Funk ähnlich zu den Themen wie unter der Leitung von Funk. Es hat sich prinzipiell erstmal nichts geändert, würde ich sagen. Beziehungsweise in der Zeit, wo er noch bei Funk unter Vertrag war. Themen wie Alter, zwar mit unterschiedlichen Perspektiven, aber 83 Jahre alt trifft 14 Jahre alt. Er ist 100 Jahre alt. Oh Gott. Dennoch ein großer Hauptpunkt. Jungfrauen oder Menschen, die einen Unfall hatten, finden sich sowohl vor der Funkzeit, während der Funkzeit, als auch danach. Und besonders das Thema rund um die Erwachsenenbranche scheint es Leroy besonders angetan zu haben. Camgirls, Prostituierte. Ich sage nicht, dass man so einen Content nicht im Internet machen sollte oder ist es jedem freigestellt. Muss man so etwas eine Plattform geben? Das weiß ich immer nicht, Digga. Das weiß ich immer nicht. Also, ich sag mal so, Laura31, die, glaube ich, in dem Video aktiv dazu aufgerufen hat, dass ich auch mal vorbeikommen soll, sie besuchen soll, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine mich noch dran zu erinnern, dass da mal irgendwie so ein Aufruf gekommen ist, was niemals passieren wird. Selbst wenn ich 10 Jahre keinen Sex habe, werde ich niemals für Sex im Bordell bezahlen. Niemals. Nein, 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 Chat. Da würde ich mir lieber gepflegt 10 Jahre einen runterholen, als einmal dort ins Bordell zu gehen. Und das sage ich aus voller Überzeugung. Und wer meint, das ist Cap, okay, kein Problem. Ich möchte nicht mit einer Frau schlafen, die Geld dafür bekommt. Das wollte ich noch nie und das will ich auch nicht. Denn ich bin ein aktiver Feedback-F***er. Wenn ich meinen Schniedelwutz in eine Frau versenke, dann möchte ich, dass sie stöhnt, weil es ihr gefällt und weil sie wirklich erregt ist und nicht, weil ich ihr vorher Geld dafür gegeben habe. Das finde ich sowas von abtörend. Menschen, die viel Geschlechtsverkehr haben versus die, die keinen haben. Erwachsene Filmdarstellerin, Menschen mit Fetisch, Menschen, die im Gefängnis was haben. Dominas, Sklaven von Dominas, Mädels, die sich selbst als Bimbo-Doll bezeichnen. Guck mal, was ist das für eine Scheiße? Vom Blitz getroffen trifft Bimbo-Girl. Hä? Wo ist denn da der Kontext? Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Was hat denn die Frau, die vom Blitz getroffen worden ist, der Person zu sagen, die ein Bimbo-Doll ist? Oder was hat ein Bimbo-Doll der Person, die vom Blitz getroffen worden ist, zu sagen? Und die Scheiße wird 1,5 Millionen Mal geklickt. Da seht ihr einfach, wie verblödet unser Deutschland ist. Menschen, die es 8-mal am Tag machen. 8-mal am Tag masturbieren, also absolut auch 1,6 Millionen Aufrufe. Also Digga, wir sind so verloren. Und wer nicht genug hat, das mittlerweile gelöschte Video von Leroy, wie er einen zu vielen besucht. Also Menschen, die gerne einen Akt ausführen mit den Tieren und das Ganze in einem perfiden Fall als Liebe betiteln. Wo konntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Wie gesagt, das sind 1000 Kleinigkeiten. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal, ist er deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Selbst dieses Video. Guck mal, ich muss dazu einfach eine Sache sagen, okay? Und da gehe ich jetzt Leroy das erste Mal persönlich als Typ Mensch, also privat gehe ich ihn jetzt an.
Leroy, ich habe mal eine Frage, okay? Bist du menschlich gesehen wirklich so schmutzig, dass dir die Klicks wichtiger sind als ein Lebewesen? Und es geht am Ende erstmal per se um ein Lebewesen, nämlich das Lebewesen, was von diesem Typen in deinem Video gefickt wird. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Wir reden von einem Hund, der von seinem Besitzer aktiv gefickt wird. Und das Einzige, was du aus diesem Video mitnimmst, sind deine Klicks und das Geld, was du mit verdienst und deine Reichweite. Und du legst dich wirklich abends mit gutem Gewissen ins Bett und denkst dir so, ja, mal ein gutes Video. Zur Polizei muss ich nicht gehen. Ich habe zwar die Kontaktdaten und vielleicht habe ich den Leuten auch versprochen, dass ich sie nicht zur Rechenschaft ziehe. Aber wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt? Und da greife ich dann so eine Person auch persönlich an. Das finde ich absolut nicht tragbar. Ist wirklich wider. Es widert mich an, überhaupt so einem Menschen Aufmerksamkeit zu geben. Da gibt's genau eine Handlungsmöglichkeit, diese Person sofort anzuzeigen. Spätestens nach dem ersten Video. Aber nee, Hauptsache die Klicks schmecken. Und jetzt kommen wir nicht mit Aufklärung und bla 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 bla. Ließ Funk damals durch und hat es sogar auf ihren Kanälen promotet, wo ich mich frage, in welchem Sinne hat jetzt eigentlich Funk Leroy kreativ eingeschränkt? Gerade wenn man bedenkt, dass er eine Story gepostet hat, wo er zugegeben hat, dass Funk angeblich keine Themen vorgibt und ebenfalls wurde das Format von der Produktionsfirma von ihm und seinem Bruder... Ich hole so weit aus, lieber Livestream-Chat, da könnt ihr mir zustimmen oder nicht, aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat da eine Person sitzen, die aktiv seinen Hund p***iert und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber er unternimmt dagegen nichts. Er weiß, dass es aber passiert, also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Oder produziert, nämlich heißt er eigentlich... Vielleicht liege ich da auch falsch und ihr habt ein Gegenargument, aber für mich ist das Mittäterschaft. ...lich Marcel Gerber, wonach Leroy mehr Einfluss als nur ein normaler Moderator gehabt haben müsste. Wollte er noch mehr dazu machen? Hat ihm Funk vielleicht nicht erlaubt, eine Art Selbstversuch wie bei Tomatolicks durchzuführen? Ist es das? Oder hat ihm Funk nicht erlaubt, über den Zweiten Weltkrieg zu berichten, ohne dabei falsche Infos zu verbreiten? Denn über den Zweiten Weltkrieg bzw. Protagonisten durfte er berichten, während der Funkzeit. Das Ganze hat er dann aber nach der Funkzeit ein bisschen extremer gestaltet. Während der Funkzeit hätte er wahrscheinlich nicht sagen können, dass das der Leibwächter war, was tatsächlich nicht mal richtig war und damit einer Falschinformation entspricht. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers Rochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Leroy, mal im Ernst, hast du es nötig, schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat er klickt sich halt einfach besser, ne? Klickt sich halt einfach besser. Und am Ende des Tages, wenn es so ist, dann ist es halt einfach billiges Clickbait. Vielleicht jemand die Klicks vom Herbert Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Das ist natürlich echt gemein von Funk, dass sie einen einschränken, wenn es so um Fehlinfos geht. Was soll das denn? Wir sind doch hier in einem freien Land. Ist das jetzt verboten oder was? Ist verboten? Ist nicht die Grauzone, ne? Okay, okay. Ja, hier, natürlich. Das nennt man Einschränkung. Tatsächlich war ja Leroy nicht der Einzige, der sich zu Funk geäußert hat, sondern auch Funk hat sich zu Leroy geäußert. Oh, und zwar auf Nachfrage von Übermedien. Sie haben ebenfalls die tolle Zusammenarbeit betont, aber haben ja, gegenseitig Poperze, also das machen sie immer. Darauf hingewiesen, dass sie eben eine bestimmte Zielgruppe bedienen müssen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen. Und manche Projekte von Leroy waren eben nicht so umsetzbar, da Funk hier jugendschutzrechtliche Bedenken hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Funk liest sogar dieses zu vielen Ding durch. Wisst ihr, ich empfinde einfach einen Widerspruch, wenn man bedenkt, dass... Ich finde, über so zu viele Scheiße kann man natürlich auch aufklären, keine Frage. Aber bedarf es wirklich aktiven Tätern in so einem Video? Oder kann man da auch einfach mit, in Anführungszeichen, Experten oder Leuten, die sich mit der Thematik befassen, aber halt das nicht, ihr wisst, was ich meine, Wissenschaftler und Ähnlichen, das reicht doch viel mehr, solche Leute zu interviewen und darüber aufzuklären, als dann einen aktiven ins Video zu holen. Leroy ja jetzt nach seinem Ausstieg keine anderen Videos macht. Das sind ja irgendwie immer noch dieselben Videos, so ja, sie dreht halt hier Erwachsenenfilme, der ist halt 100 Jahre alt und sie hat halt ihren Arm verloren. Also besonders diese Sachen, wo Leute ihre Gliedmaßen verlieren, haben es... Die Thumbnails sind irgendwie schamlos. Jo, stell dich da mal so hin, dass man dann dein nicht vorhandenes Bein sieht. Jo, Tim, stell dich mal so hin, dass man dein nicht vorhandenes Bein sieht. Jo, gib mir mal deinen nicht vorhandenen Arm. Also, ich kann es auch nicht ganz genau sagen, warum, aber ich bin einfach kein Freund von diesen Art von Videos. Da haben Opfer aber auch zugestimmt. Ja, ich kritisiere insgesamt gerade die Thumbnails. Okay.
Leroy irgendwie auch angetan. Alles andere. Und warum ein verunfallter Rettungswagen? Weiß ich nicht ganz genau. Ich kenne die Dame ganz links außen. Ich weiß, dass sie beide Beine verloren hat. Ich habe die auch mal damals persönlich einmal in Berlin kennengelernt. Ganz per Zufall bei einem Restaurant. Wenn mich nicht alles täuscht, hat sie ihre beiden Beine verloren, weil ein Unfallauto in sie reingefahren ist, während sie auf der Autobahn stand. Ob es jetzt ein Rettungswagen war, der sie erfasst hat, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie ihre beiden Beine verloren, weil sie an ihrem Unfallauto, glaube ich, stand oder ähnlich und dann ein Auto in sie reingefahren ist. War ein Rettungswagen, ja, würde Sinn machen bei dem Thumbnail, ja. Sachen, wo Leute ihre Gliedmaßen verlieren, haben es Leroy irgendwie auch angetan. Alles anders nach seinem Ausstieg sehe ich nicht. Mit ein Punkt war unter anderem auch die Spendenbereitschaft. Und zwar hat er bemängelt, dass es teilweise keine Möglichkeit gab für die Menschen, in seinen Videos eine Spendenmöglichkeit einzurichten, beziehungsweise einen Spendenlink in die Infobox zu posten, obwohl diese dringend Hilfe gebraucht hätten. Und ich weiß, ihr wolltet es auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen. Aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag... Glaubt ihr, er hat bis jetzt Spende gemacht? Das ist nicht mal Funks Schuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Und hierzu sagt Funk auf Anfrage von Übermedien, Spendenaufrufe seien nur in eng definierten Grenzen zulässig, wenn sie humanitären, sozialen und kulturellen Zwecken dienen, also im allgemeinen Interesse liegen. Wie zum Beispiel Spendenaufrufe nach Naturkatastrophen. Spendenaufrufe für individuelle Personen erfüllen diese Voraussetzung in der Regel nicht und sind deshalb nicht zulässig. Mhm. So, das ist jetzt aber eine Sache, die wusste Leroy und da hat er auch gesagt, da kann Funk nichts für und das möchte er jetzt ändern. Mhm. Ich persönlich empfinde es so, dass wenn es einem wirklich darum geht, etwas für eine Person zu tun, die du als Gast in dein Video eingeladen hast, dann würdest du etwas für sie tun. Denn Leroy hatte ja auch andere Kanäle. Er hat ja seinen Instagram-Kanal, er hatte seinen Zweitkanal, der nicht zu Funk gehörte und wo er auch ebenfalls Gäste einlädt. Richtig. Selbst wenn er das nur als Sequenz vor dem Video gesagt hätte, wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber er tut ja so, als ob es eine Sache der Unmöglichkeit gewesen wäre. Und vor allen Dingen finde ich, ist auch eine ganz bestimmte Sache, okay, die mich auch bei diesen ganzen Spendendingern immer relativ anwidert. Die Leute spenden in den meisten Fällen nur, um sich in einer gewissen Art und Weise bewusst, unbewusst auch als Gutmenschen im Internet darstellen zu lassen. Das heißt, wenn Leroy wirklich, oder allgemein, wenn eine Person wirklich Mitleid mit einer hilfsbedürftigen Person hat, dann kann diese Person auch ganz unabhängig davon, ob das die Öffentlichkeit mitbekommt oder nicht, dieser Person Geld spenden, gerade in einem Fall wie Leroy, der ja gutes Geld verdient hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ging es da um eine ältere Dame, richtig, mit ihrer Rente nicht zurechtgekommen ist, die zu wenig war, right? War das so? Okay. Und ich meine, wenn es dir wirklich, wenn du merkst, deine Community sagt, ey, der würden wir gerne helfen. Und du selber kannst aber keinen Spendenaufruf machen, weil das dein Vertrag nicht erlaubt, wie wir ja gerade auch gesehen haben. Wo ist das verfickte Problem, dieser Frau monatlich Lebensmittel oder Geld zukommen zu lassen in dem Umfang von vielleicht 2, 3, 4, 500 Euro? Das wäre für sie Welt. Das würde ihr Leben jeden Monat ins Unermessliche supporten. Und dir würden diese 400, 500 Euro überhaupt keinen Zacken aus der Krone brechen. In keinster Art und Weise. Du verdienst mehrere Tausend, 10.000 Euro im Monat. Wo ist das verdammte Problem? Weil du es aus deiner eigenen Tasche bezahlen musst? Ich meine, ist das Leben dieser Person, wo du ja so viel Emotion für hast, so wenig wert, dass die Spenden nur über deine Community funktionieren? Und weil Funk das nicht erlaubt, muss sie Monate länger hungern? Irgendwie macht das für mich wenig Sinn. Wie oft haben wir als Community schon zusammen gespendet und ich habe es aus eigener Tasche bezahlt? Wie oft habe ich schon Dinge gemacht, die ich jetzt nicht erwähnen werde, aber wie oft habe ich schon, das weiß ich ja aus gutem Gewissen, Dinge gemacht, die ihr gar nicht mitbekommen habt, weil ich nicht spende, damit meine Community mich als Ehrenmann feiert. Ich verstehe es nicht. Wir reden hier nicht, ich würde ihm Rücken geben, wenn wir hier über Spendengelder von mehreren 10, 20, 30, 100.000 Euro reden. Aber wir reden hier von einer Rentnerin, die in der Altersarmut lebt. Und es würde Leroy gefühlt eine halbe Stunde Zeit kosten, beispielsweise Firmen wie, ich nehme jetzt nur mal als Beispiel, okay, Y-Food. Sagen wir Smilodogs, sagen wir andere Fitnessmarken, nur mal als Beispiel, Zack Plus. Ihr denkt jetzt, hä?
Aber die haben auch Nahrungsmittel, die haben Proteinriegel. Klar, Proteinriegel ist jetzt nicht das, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn man diese Leute einfach mal eine halbe Stunde seiner Zeit investiert und sagt, ey, wir haben hier eine Frau, Altersarmut, könnt ihr vielleicht ein paar Lebensmittel zuschicken, vielleicht ein bisschen Duschaccessoires, Hygieneartikel, das haben diese ganzen Leute auch. Das ist eine Leichtigkeit. Und sich dahinter zu verstecken und zu sagen, yo, Digi, das ist mir nicht erlaubt, finde ich sehr schwach. Für diese Personen was zu spenden, wieder wird so ein bisschen subtil das auf Funk geschoben, obwohl man noch im selben Satz sagt, nee, da können die ja nichts für. Aber wenn die nichts dafür können, warum musst du es unbedingt erwähnen? Und war das wirklich für dich ein ausschlaggebender Punkt, um... Bro, du kannst dieser Frau, man kann von der Frau, und mit Sicherheit gibt es da die Kontaktdaten, fragen, was deine Adresse, dann setzt du dich an deinen PC, 5 Minuten, machst bei Rewe eine Online-Bestellung, wählst einfach ein paar gesunde und schöne Sachen aus, stellst da was zusammen für 80 Euro und das machst du ein, oder für 100 Euro, das machst du einmal in der Woche oder alle 2 Wochen und du bereicherst von dieser Frau das Leben und sie wird aus ihrer Altersarmut rauskommen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich finde es sehr schwach, da die Schuld Funk zu geben und zu sagen, jo, Digi, nee, wegen Funk geht das nicht, hä? Funk zu verlassen. Denn ich habe hierfür eine Analyse durchgeführt, Zuschauerschaft. Ich hoffe, ihr schätzt das wert. Denn leicht war das nicht. Es war jetzt keine harte, körperlich anstrengende Arbeit, aber es war einfach nur nervig. So. Also, seit seinem Ausstieg hat er 25 Videos gepostet, mit ähnlichen Themen wie vorher. Ein Video befasst sich mit einem 100-jährigen Protagonisten und weist auf einen Spendenlink hin. Das zweite Video ist das Tierschützer trifft zu vieler Video, welches ebenfalls auf einen Spendenlink hinweist und im Video aktiv benannt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Aber. Obwohl er das ja mit als einen der Hauptgründe aufgeführt hat, frage ich mich, ob es hier... Und da muss ich eine Sache auch nochmal ganz kurz zu sagen. Das tut mir leid, ich will jetzt Leroy als Internetperson noch nicht so flamen, aber Bro, du machst ein Video, wo ein Hundeficker eingeladen wird und in diesem Video hast du Werbung drinne und dieser Werbungslink ist ganz oben, aber der Tierschutzlink, wo du spenden kannst, ist ganz unten. Das heißt, die Leute, und das macht keiner, muss erst auf mehr klicken, um dann den Spendenlink zu sehen. Das ist einfach Moisty Meier, Digga. Fühle ich überhaupt nicht. Es auf einen Spendenlink hinweist und im Video aktiv benannt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Aber. Obwohl er das ja mit als einen der Hauptgründe aufgeführt hat, frage ich mich, ob es hier nicht vielleicht einen eher anderen Grund gab, warum er Funk verlassen hat, und zwar der monetäre Aspekt. Nämlich ist das so, dass wenn man ein Partnerkanal bei Funk ist, darf man durch seine Videos keine Einnahmen generieren, deswegen sind sie auch immer demonetarisiert und davor, als auch dazwischen, läuft keine Werbung, weil Funk eben zu den Öffentlich-Rechtlichen gehört und von der GEZ finanziert ist. Leroy kriegt hier also keine Einnahmen durch YouTube, sondern ein festes Moderationsgehalt durch Funk. Ebenfalls darf er keine Werbung in den Videos platzieren und so zusätzliche Einnahmen schaffen, was ihr von vielen anderen YouTubern kennt. Ich wünschte, ihr würdet das auch von mir kennen, aber wo sind die geilen Firmen, mit denen man kooperieren kann? Er ab? Zisch ab, Junge! Es reicht! Von den 25 hochgeladenen Videos beinhalten 13 davon eine Produktplatzierung. Oh Gott! AirUp habe ich auch eine Partnerschaft gehabt, die habe ich zum Glück beendet. Das hat leider nicht gepasst. Das Produkt hat mich einfach nicht überzeugt, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Dann hat man die Partnerschaft beendet. Alles gut, das kann mal passieren. Was mich jetzt interessieren würde, aus 25 Video, 13 monetarisiert. Ich sage euch, wenn wir mal den schlauen Taschenrechner rausholen, wenn er nicht ganz sich verarschen lässt, dann haben wir 13 Videos, wo er mindestens, würde ich sagen, gut gerechnet, pro Integration 20.000 Euro bekommt, würde ich jetzt einfach mal sagen, mindestens. Das sind 260.000 Euro. Ziehen wir davon die Hälfte ab, haben wir 130.000 Euro, die er damit verdient hat. Die Frage ist, und natürlich muss er das nicht, aber wie viel davon ist denn zum Beispiel an die in Altersarmut erkrankte ältere Frau gekommen? Vielleicht ist sie, ich hoffe nicht, mittlerweile verstorben, das weiß ich jetzt nicht. Aber das würde mich nochmal interessieren, ob er seitdem auch den Spendenaufruf nachgekommen ist. Mehr als jedes zweite Video also. Wenn wir es ganz genau nehmen, sind es eigentlich 17, weil 4 davon Werbung sind für einen anderen Kanal, zwar einen Funkkanal, aber das Ganze produziert von der Produktionsfirma von Leroy und seinem Bruder. Und obwohl es ein Funkkanal ist und keine Einnahmen erzielt durch die Klicks, ist es dennoch wichtig, dass sein Kanal performt, weil Funk nach einer gewissen Zeit... Ich muss korrigieren, es sind wahrscheinlich 130.000, dann gehen wir davon aus, dass er 20.000 pro Produktplatzierung bekommen hat. Dann muss er ja auch noch Prozent an sein Management abgeben. Okay.
ja. entscheidet, ob sie den Kanal einstampfen oder weiterlaufen lassen. Das heißt, es ist also auch in dem Interesse von der Produktionsfirma, dass der Kanal gut performt, weshalb Leroy wahrscheinlich auch 4-mal jetzt insgesamt Werbung dafür gemacht hat und hey, hier, guck mal, hier ist ein neues Video und da, und da. Aber von mir aus können wir auch gern bei den 13 mal bleiben, was ja auch schon häufig genug ist. Also, wow. Und wenn man sich halt die Produktplatzierungen anschaut und welche Produkte da überhaupt beworben werden, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Leroy einfach alles nimmt, was reinkommt. AirUp, VPN, irgendeine Neobank. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, wie das Ganze platziert wird. Also ich verstehe, dass das halt Werbung auch immer unabhängiger wird. Und auch wenn ich jetzt meine Firma gut finde und wirklich mit der zusammenarbeiten möchte, dann mache ich eine videounabhängige Werbung. Das heißt, wie eine Art Werbeblock. Aber in diesem zu vielen Dingen mitten im Video zu platzieren, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenken solltet, dass private Daten von euch im Internet sind. Und das heutige Video wird unterstützt von Incogni. Wir surfen nämlich jeden Tag fast 4 Stunden im Internet und hinterlassen dabei sowieso, eine Menge persönlicher Daten. Ich finde sowieso eine absolute Frechheit, dass er in so einem Video Werbung platziert. Sorry, ist für ihn eine absolute Frechheit. Aber gut, das ist eventuell auch einfach nur mein Moralkompass. Weißt du, in dem Video wird übers Tiere geredet und dann macht er eine Werbung für diese Firma. Welche Firma will in einem Tier-Video sein? Das frage ich mich auch. Welche seriöse Firma geht in den Tier-Video und sagt, ja Mann, das Video, da wollen wir drin sein. Und die sind leider oft nicht so sicher, wie wir uns das eigentlich wünschen und werden gespeichert oder sogar missbraucht. Das solltest du vielleicht mal deinem Interviewpartner sagen, ob der das wirklich will, dass das Internet weiß, dass er mit seinem Hund Liebe machen kann man das nicht nennen, ne? Das ist... Vergewaltigung, das ist eine Vergewaltigung. Mit Incogni kannst du deine Privatsphäre schützen. Incogni wendet sich nämlich an die Datenvermittler und fordert die Löschung deiner persönlichen Daten. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist Incogni einmalig damit zu beauftragen und der ganze Prozess, der danach verstanden geht, funktioniert automatisch und ist kinderleicht. Tatsächlich habe ich auch einen Erfahrungsbericht dazu gefunden und zwar vom VPN-Tester und der fand die Plattform eigentlich so lala. Zwar konnten private Daten aus dem Internet entfernt werden, aber die Hälfte davon gar nicht. Komme ich aber zu der anderen Seite, nämlich die Daten, die noch immer in Bearbeitung sind. Ja, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt von Dezember 2021 und jetzt haben wir Ende Mitte Oktober 2022, also nach einem Dreivierteljahr, gibt es immer noch 39 Firmen, die meine Daten nicht gelöscht haben. Das hat sich auch nach monatelangem Warten nicht geändert. Und das, obwohl man ja monatlich... Geht es in dem Video bei Leroy wirklich um einen Hund oder einen Mensch, der sich als Hund verkleidet? Nein, es geht in dem Video von Leroy um Menschen, die mit ihrem echten Hund Geschlechtsverkehr haben. Irgendwie dafür zahlt. Ja, aber wenn Leroy mir in einem zu vielen trifft Tierschützer-Video sagt, dass die meine Daten entfernen können, dann glaube ich das. Weil er hat gesagt, dass alles anders wird. Okay, er hat nicht gesagt, dass es besser wird. Darf man das überhaupt in Deutschland? Moment. Oh, mein Telefon klingelt. Hallo? Logik? Ah, Logik, du bist das. Moin. Ich habe hier gerade jemanden, der hat wirklich ernsthaft gefragt, nachdem wir uns eine halbe Stunde darüber ausgekotzt haben, wie widerlich das ist, dass Menschen mit ihrem Hund Geschlechtsverkehr haben, der hat allen Ernstes gefragt, ob es in Deutschland legal wäre, mit seinem Hund zu schlafen. Was sagst du denn dazu? Hallo? Logik hat einfach aufgelegt, Digga. Weil die Logik ist nicht vorhanden. Was ist das denn für eine Scheißfrage, Junge? Ob man mit seinem Hund f***en darf? Willst du mich verarschen oder was? Jetzt verstehe ich das. Leroy. Mann, Mann, Mann. Der Trickser. Der Trickser. Interessanter sogar noch. Es gibt diverse Erfahrungsberichte, die die Plattform als Scam betiteln und behaupten, dass die Seite selbst private Daten weitergibt. Auch wurde Leroy letzter Zeit auffällig, da er ein fragwürdiges Gewinnspiel gestartet hat, wo er ein paar Personen verlinkt hat, denen man folgen musste, die irgendwie nicht so ganz koscher schien und anscheinend in Verbindung stehen zu Glücksspiel. Und ich glaube, diese Art von Gewinnspiele kennt ihr, wo man halt irgendwie 25 Leuten folgen muss, wo die Person, die das Gewinnspiel veranstaltet, nicht mal selbst folgt. Nicht nur bewarb Leroy mit der Werbung für den Krypto-Kerl, dem man zwingend folgen musste, wozu man aufgefordert wurde, damit man partizipieren konnte, über ihn höchst riskante, gefährliche Trading- und Investitionsmöglichkeiten mit Hebelangeboten jenseits von Gut und Böse, sondern auch ein Casino, ein Krypto-Casino, um genau zu sein. Wenn ich hier so die Presse spreche, man muss den Krypto-Casino folgen? Sicheren mehr von Leroy. Ja. Scheiße, jetzt können wir das auch nicht mehr vorschieben, ne? Ja, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen schmeißen. Ich habe solche Sachen damals auch gemacht. Was soll ich sagen, Digga?
Also nicht Krypto-Casino folgen, das muss ich sagen, aber 25 Leute kommt mir bekannt vor. So. Und genauso verhält sich auch Leroy. Er sagt gar nichts dazu. Alle Statements, die Leroy bisher von sich abgelassen hat, waren entweder auf irgendeinen Nonsens bezogen, was nicht mal auf ihn bezogen war, also wie eine Art Strohmann-Argument, oder das Ganze hat er einfach subtil auf ihn anders geschoben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein sehr altes System. Aber ich kann euch eins sagen, da in diesen ganzen Büros sitzen auch sehr viele junge und vor allem motivierte Leute, die an diesen Projekten mitarbeiten, und dass manche dieser Projekte dann irgendwie nicht so cool werden wie die Leute, die da arbeiten, das ist traurig, aber es liegt, glaube ich, auch oft daran, dass sie mit einer gewissen Angst im Nacken arbeiten, dass ein kleiner Fehler, keine Ahnung, einmal falsch gegendert oder eine Triggerwarnung vergessen, direkt einen riesen Shitstorm auslösen kann. Weder kann er das Ganze umsetzen, was er in diesem Video gesagt hat, noch kann er vernünftig argumentieren, warum das alles Sinn macht, was er aktuell macht. Denn mal ehrlich, ganz objektiv betrachtet, zumindest meines Empfindens nach, wird es einem klar, dass es hier um Reichweite geht, extreme Themen und Einnahmen durch egal welche Mittel. Aber natürlich klingt es nicht so gut, wenn man sagt, hey, da ist mir langsam genug hier mit Funk und ich möchte jetzt mal ein bisschen Kohle sehen. Deswegen sagt man, ja, ich habe mich so ein bisschen in meiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. Und obwohl er so kritikoffen ist, möchte er eben nichts dazu sagen. Das merken auch seine Zuschauer und rennen ihm davon. Und das Ganze vielleicht auch zu Recht, denn man kann nicht behaupten, dass man das eine tut, während man etwas komplett anderes tut. Ja, meines Empfindens nach, ne, ich muss das immer sagen, es ist mein Empfinden, es ist kein Fakt oder so. Aber das, was ich jetzt daraus entnehmen kann, ist, dass der Fokus auf den Einnahmen liegt. Es geht doch hier nicht um Kreativität. Bei den Werbungen ist es hierbei ganz egal, ob es gut gewählt ist oder nicht. Also außer bei diesem Video, denn das ist ein Link zu einer Erwachsenen-Webseite. Seine vermeintlich gute Intention... Gut integriert. Eine P-Seite, Digga. Oh Gott. ...auf Sachen, Geschichten oder Personen aufmerksam zu machen, geht hierbei unter. Und das ist schade, denn es gibt wirklich gute Berichte über Personen, die einsam sind, über Personen mit Schicksalsschlägen oder Menschen mit besonderen Berufen. Er hat ja spannende Themen. Das Problem ist halt einfach, dass natürlich viele dieser Videos weniger geklickt werden einfach, ne? Aber irgendwie wird das Ganze immer mehr zum Trash-TV. Besonders durch seine Aktion und vor allem, dass er einfach gar nichts dazu sagt. Und das ist schade, besonders wenn man sich hinter einer Veränderung tarnt, hinter einem Ausstieg und sagt, hey, ich möchte ein paar Dinge ändern, ich möchte auf Personen und Schicksale aufmerksam machen. Das Einzige aber, worauf er aufmerksam macht, sind seine komischen Aktionen, die irgendwie kein Ende nehmen. Aber wie seht ihr das? Denkt ihr, das ist alles unbeabsichtigt und das kommt jetzt vielleicht alles zusammen und irgendwie unglücklich gelaufen? Oder habt ihr das Gefühl, dass hier einfach ein bisschen was nicht richtig läuft? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben und auch ein Abo, damit wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr ganz schnell wiedersehen. Tschüss! Ja, war ein stabiles Video von Saschka, wie ich finde. Also ein super Video. Ja, und ich kann ihr empfehlen oder eigentlich überall nur zustimmen. So wie immer, ein astrein gut abgeliefertes Video von der Saschka. Eine Bereicherung für YouTube, wie ich finde.